In einer Welt voller Veränderungen. In einer Welt voller Veränderungen. Und Herausforderungen ist Jesus das Licht. Und Herausforderungen ist Jesus das Licht, das uns den Weg weist, das uns den Weg weist. Mit seiner Liebe und Weisheit können wir, mit seiner Liebe und Weisheit können wir Geschichte schreiben und die Welt nachhaltig verändern. Geschichte schreiben und die Welt nachhaltig verändern. Wie es in Matthäus 5, 13 und 16 heißt, wie es in Matthäus 5, 13 bis 16 heißt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Licht der Welt, so lasst euer Licht leuchten, so lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, vor den Menschen, damit sie euren guten Werke sehen. Damit sie euren guten Werke Na sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und euren Vater im Himmel preisen. Lasst uns gemeinsam mit Jesus an unserer Seite. toll. Lasst uns gemeinsam mit Jesus an unserer Seite. Mutig voranschreiten. Mutig voranschreiten und durch unsere guten Taten, durch unsere guten Taten und Worte einen positiven Einfluss auf unsere Welt ausüben, auf unsere Welt ausüben. Deine Aufgabe für heute, deine Aufgabe für heute. Nimm dir heute einen Moment Zeit, nimm dir heute einen Moment Zeit, um über eine konkrete Handlung nachzudenken, Handlung nachzudenken, mit der du aktiv die Welt um dich herum positiv beeinflussen kannst, mit der du aktiv die Welt um dich herum positiv beeinflussen kannst. Schreibe diese Idee auf. Schreibe diese Idee auf und setze sie in die Tat um, und setze sie in die Tat um. Sei es durch eine freundliche Geste, sei es durch eine freundliche Geste, ein unterstützendes Wort, ein unterstützendes Wort oder eine nachhaltige Handlung oder eine nachhaltige Handlung. Lass uns gemeinsam mit Jesus an unserer Seite, mit Jesus an unserer Seite einen kleinen, aber bedeutungsvollen, einen kleinen, aber bedeutungsvollen Beitrag zur Veränderung unserer Welt leisten. Beitrag zur Veränderung unserer Welt leisten.